Fange ich einfach mal an. Hallo, ich bin Florian Wesch und ich erzähle jetzt heute was über mein Projekt InfoBeamer. Und was ist es überhaupt, wie funktioniert es und was kann man damit machen? Genau, also was ist InfoBeamer, was macht die Software, wie funktioniert es? Und wenn ich jetzt irgendwo mein digitales Schild mit einem Pi baue, dann ist das schön und gut. Was passiert, wenn ich auf einmal 100 Bildschirme haben will? Wie gehe ich dann daran? Und da habe ich also auch eine Lösung für. Das kann ich euch dann alles zeigen, wie das alles funktioniert. Ursprünglich hatte ich mal gedacht, dass ich hier parallel zwei Beamer habe, wo ich irgendwo auf dem einen meinen Desktop zeigen kann, auf dem anderen den Pi. Das müssen wir jetzt mal gucken, wie das funktioniert mit den Live-Demo. Da werde ich so ein bisschen umstecken müssen. Aber ich denke, wir bekommen das hin. Genau, InfoBeamer ist eben ein Werkzeug, um auf dem Pi hardwarebeschleunigte Visualisierungen zu bauen. Was heißt das jetzt genau? Das heißt zum Beispiel sowas. Das sind jetzt konkrete Einsatzzwecke von InfoBeamer, die also tatsächlich so im echten Leben anzutreffen sind. Links ist so eine Kinokette, die verwendet es, um vor den Kinosälen jeweils anzuzeigen, was als nächstes für einen Film kommt, damit die Leute wissen, wenn sie reinkommen, wo sie hin müssen. Dann in der Mitte, das ist in der U-Bahn-Station, da läuft also dieses typische Infotainment-Mischung aus irgendwie Werbung und Neuigkeiten und so. Und ganz rechts, ich weiß nicht, wer auf dem 33C3, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das 32C3 war, in Hamburg, der Chaos Communication Kongress. Das ist immer so relativ entspannt, weil da probiere ich irgendwie auch mit InfoBeamer rum und da läuft es eben dann auch jetzt wie hier in dem Beamer in der Kapelle, hat man da gesehen, da läuft was an der Wand. Auf dem Kongress mache ich das eben auch, diese Installation, und dann zeigt es eben auch den Leuten an, wann welcher Vortrag stattfindet, damit die Leute wissen, wo sie hin müssen, wenn sie sich für was Bestimmtes interessieren. Genau, das sind eben so die Einsatzzwecke, sowas kann man damit machen und natürlich noch vieles mehr. Und jetzt könnte man sich natürlich überlegen, ja, warum schreibt man neue Software, weil es gibt doch schon irgendwie für alles irgendwie eine Lösung. Und ja, die Motivation ursprünglich bei dem ganzen Thema war, dass ich für die Gulasch Programmiernacht, das ist auch so eine Hackerveranstaltung in Karlsruhe, ich weiß nicht, wer die kennt, vielleicht kennt es der ein oder andere. Da habe ich mich vor 5 Jahren gemeldet, um eben im Infoteam die Leute eben auch zu informieren über diverse Dinge, also eben auch, wann welche Vorträge stattfinden, weil ich habe gesehen, dass im Jahr davor einfach nur auf einem großen Beamer, so richtig vor, keine Ahnung, 200 Leuten in einem großen Saal, war halt der Beamer an der Wand, eigentlich große Fläche, und da lief halt nur irgendwie ein Texteditor und hat angezeigt, was als nächstes kommt. Ja, und das kann man ja besser machen. Und dann habe ich mir überlegt, was will ich denn jetzt genau tun? Und der Ansatz war jetzt eben, dass ich das Ganze animiert haben wollte. Also ich wollte jetzt nicht nur statische Inhalte anzeigen. Also es soll durchaus auch so ein bisschen Bewegung drin sein. Dann wollte ich einfach Bilder und Videos anzeigen, plus irgendwo Textarten oder Textdateien laden, also so Font-Files auch. Das heißt, ich wollte einfach die Möglichkeit bieten, dass man da relativ leicht dann irgendwo verschiedene Dateiformate nutzen kann. Dann wollte ich es vor allem programmierbar machen. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie so ein Tool programmieren oder selber entwickeln, was jetzt nur so bestimmte Lösungen kann. Also nicht nur irgendwie auf der linken Hälfte vom Bildschirm ist jetzt die Liste von diesen Dingen, auf der rechten ist das von irgendwelchen anderen Dingen, sondern ich wollte es halt komplett programmierbar machen. Das heißt, dass man eben zu jedem Frame, der jetzt auf dem Bildschirm rauskommt, direkt sagen kann, was da erscheinen soll. Genau, dann wollte ich das Ganze auch noch dynamisch machen, was jetzt so viel bedeutet, wie ich wollte eben Informationen anzeigen, die jetzt halt im Vornherein nicht klar sind. Sowas wie ein Twitter-Feed oder vielleicht auch die Uhrzeit. Ansonsten hätte ich einfach einen Film rendern können, den irgendwie laufen lassen können. Das wollte ich natürlich auch nicht. Das heißt, es sollte eben auch möglich sein, da dynamische Informationen anzuzeigen. Ja, und dann, weil ich irgendwie faul und gemütlich bin, will ich das ja auch so machen, dass es nicht viel Aufwand ist. Das heißt, dass man jetzt irgendwie nicht 100 Zeilen Code hinschreiben muss, um irgendwie ein Hello World auf den Bildschirm zu kriegen, sondern irgendwie 5. So, genau, das war dann 2012. Da hatte ich das Projekt ursprünglich noch für normales Desktop-Linux. Da kann man dann auch so ein bisschen schludern, was Performance angeht. Also da ist dann irgendwie Text rendern mit jeweils jeder Buchstabe eine Textur. Das geht dann auf dem Pi nicht mehr, weil ich habe dann 2013 irgendwie diverse Anfragen gekriegt, da gibt es die Software nicht auch für den Pi. Habe ich mir das mal angeguckt und dann lief es am Anfang so mit irgendwie 5 Frames pro Sekunde, also so nicht so gut. Und ja, dann habe ich irgendwie ein gutes Jahr, glaube ich, darauf aufgewendet, das irgendwo performanter zu machen. Da hatte ich auch irgendwie einen Blogpost auf der InfoBeamer-Seite. Ja, und inzwischen läuft es eben wunderbar flüssig. Das heißt, man kann damit diverse Dinge bauen und das ist dann einfach 60 Frames pro Sekunde durchgehend.
Genau, geschrieben selber ist die Software in C und programmierbar ist sie eben in Lua. Lua ist jetzt eben quasi die Skriptsprache, mit der man die C-Software steuert. Und intern in C benutze ich dann eben OpenGL für eben 3D-Beschleunigung. Das heißt, wenn sich irgendwas bewegt oder so, dann wird es eben über OpenGL gemacht. Und ich benutze eben diese Pi-API, die jetzt irgendwie OMX heißt. Da kennt man vielleicht den OMX-Player. Das benutze ich, um Videos zu dekodieren, um da eben die hardwarebeschleunigte H264 Decoder-Pipeline aufzusetzen, so dass ich eben auch durch Lua gesteuert eben zum Beispiel Full-HD-Filme abspielen kann. So, wie funktioniert das Ganze jetzt, wenn man das auf Raspbian verwenden will? Ich bin so jemand mit so einer Tendenz, dass alles irgendwie schön und klein und kompakt und in sich geschlossen sein soll. Und deswegen ist es auch so, Infobeamer lädt man runter, lädt ein TGZ von meiner Seite runter und dann ist es halt genau eine Datei, die man irgendwie nach UserLocalBin kopiert und das ist alles, also das ist die Installation. Die Abhängigkeiten, die man hat, gibt es komplett über Raspbian selber, das heißt, da gibt es irgendwie so eine apt-get-Zeile, die man ausführt und dann hat man alles, was man braucht. Und danach ja, läuft es einfach, also direkt starten und funktioniert. So, wie sieht es jetzt konkret aus? Also jetzt habe ich erzählt, was es theoretisch kann. Wie sieht es jetzt konkret aus, wenn man sowas machen will? Das ist jetzt mal so ein minimales Beispiel, um jetzt genau tatsächlich so ein Hallo Welt auf dem Bildschirm zu bekommen. Das heißt, in der ersten Zeile setze ich mir jetzt so eine virtuelle Fläche jetzt in Full HD-Auflösung fest. Das heißt, ich sage einfach, wie groß ist die Ausgabe. Und in der zweiten Zeile lade ich dann die Schriftart, Arial. Also sage einfach, lad mir diese TrueType-Font. Und hier gibt es dann diese Funktion Node.render, die wird jeden Frame aufgerufen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Bild am Bildschirm rauskommen soll, kriege ich halt diese Node.render-Funktion aufgerufen. Und in dem Beispiel benutze ich jetzt einfach diese geladene Schriftart und sage einfach an die Position 100:100, schreib mir bitte Hallo Welt in Schriftgröße 50 mit RGBA, also Red, Green, Blue und Alpha jeweils 1, das heißt komplett weiß. Also das ist jetzt so das Minimalste, was man machen kann. Ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig spektakulär, aber man sieht so den Ansatz. Also ich muss da jetzt wirklich nicht viel tun, damit was am Bildschirm rauskommt. So, genau, das sieht dann so konkret so aus, dass ich quasi das Verzeichnis habe. Da liegt eben diese Node.lua mit dem Lua-Code drin. Und nebendran liegt eben dann die Schriftart, die Arial.ttf. Und wenn ich das jetzt ausführen will, das heißt, ich will es an einen angeschlossenen Bildschirm ausgeben, dann starte ich Infobeamer mit diesem aktuellen Verzeichnis eben als einzigen Parameter. Und dann startet eben mein Programm, guckt, okay, was liegt im aktuellen Verzeichnis, findet die Node.lua, da steht drin, lad mal die Schriftart, dann lädt er die Schriftart und dann kriege ich eben das Hallo Welt ausgegeben. So, genau. Jetzt kommt halt die Sache, dass ich hier leider doch ein bisschen umstecken muss, aber ich würde sagen, ich stecke jetzt einfach mal ganz kurz um, damit man mal so ein paar Beispiele mal einfach sieht, wie das jetzt konkret aussehen kann. Jetzt hoffe ich mal, dass das alles so funktioniert. So, jetzt sollte da eigentlich gleich der Pi zu sehen sein. Vielleicht auch noch nicht. Ah, okay. Gut, geht. Also, ich habe jetzt auf meiner GitHub-Seite so ein Repository, wo einfach einige so relativ kleine Demo-Programme drin sind, die einfach so ein paar Fähigkeiten zeigen, die man machen kann. Das ist zum einen, dass man sieht, wie programmiert man das, damit man einfach mal so ein paar Vorlagen hat. Und zum anderen eben auch, damit man ja das vielleicht als Grundlage für was Eigenes nutzen kann. Und da zeige ich jetzt einfach mal zwei, drei Sachen. Ich kann ja gerade noch mal das zeigen, was am Anfang, Moment, was am Anfang lief hier. Das ist die Portierung von so einem minimalen JavaScript-Beispiel. Das heißt, da lade ich einfach ganz viele kleine Texturen und lasse die dann einfach so rumrotieren. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, 100 Zeilen oder 50 Zeilen Code, glaube ich. Dann habe ich mal für eine lokale Veranstaltung so ein Preisinformation gemacht. Okay, das sieht jetzt leider schlecht aus, weil da die Auflösung nicht passt. Moment. Setze ich das kurz um. So. Ah ja, doch, man sieht es komplett. Ja, oh, noch ganz kurz dunkel. Danke. Ja, also das sind jetzt einfach so ein bisschen ein paar Preise und wenn man so ein bisschen drauf achtet, manchmal tauscht so Buchstaben aus und unten ist irgendwie ein Command-Prompt, der Sachen schreibt und da rechts ist so ein Bild, was sich irgendwie mit so einem Effekt durchwechselt. Also jetzt auch nicht so wahnsinnig das komplizierte Zeugs, aber man kann eben solche Sachen damit bauen und da gibt's jetzt auch den Source-Code.
Lustige Anekdote übrigens, diesen Effekt, den ich hier rechts habe, der so ein bisschen das Bild wechselt, den hatte ich auch mal auf einer Konferenz, um zwischen den einzelnen Slides zu wechseln. Und irgendwann kommen die Videoleute zu mir und sagen, irgendwas ist mit dem Pi kaputt. Jedes Mal, wenn das Bild wechselt, geht Signal so kaputt. Und dann war das halt einfach der Effekt in Software, der das so simuliert hat, dass das Signal irgendwie kurz kaputt ist. Waren sie nicht so glücklich. Genau, was hatte ich noch? Ich kann auch irgendwie hier... was zeige ich dir noch? Genau, das ist eigentlich noch ganz schön. Also das ist jetzt so eine Anzeigetafel. Da könnte man jetzt theoretisch per Telnet sich lokal auf den Infobeamer-Prozess verbinden und könnte da eben dann neue Zeilen eingeben. Also das ist, kommt gleich noch was dazu. So, genau, das war jetzt mal kurz die Demo-Einlage. Wir könnten ganz kurz noch dieses Hello World machen. Wenn ich jetzt einfach mal kurz dieses Hello World ausführe, dann sieht es jetzt ja nicht ganz so beeindruckend aus, aber man hat immerhin Ausgabe. Und es waren jetzt eben diese 5 Zeilen. Genau, so, dann switche ich jetzt mal wieder zurück. Das hier. So, genau. Jetzt mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum habe ich da Lua verwendet und nicht irgendwie JavaScript oder Python oder sowas? Also Lua ist eben eine sehr einfach zu erlernende Sprache. Also wer programmieren kann schon, kann Lua innerhalb von einem halben Tag lernen. Also es ist wirklich super einfach, die Sprache. Also die Syntax passt auf eine halbe DIN A4 Seite. Dann ist es eine schnelle Runtime, das heißt, es ist jetzt auch keine langsame Sprache, sondern es ist relativ schnell. Dann ist es gut abzusichern, das heißt, wenn man jetzt irgendwo innerhalb von einem C-Programm Lua verwendet, damit die Nutzer dann in Lua Dinge programmieren, dann kann man also relativ gut dafür sorgen, dass das Ganze nicht irgendwie abstürzt und crasht und, keine Ahnung, nach irgendwie 20 Tagen irgendwie Speicher-Overflow kaputt geht oder so. Das heißt, die Sprache ist einfach auch für solche Sachen genau entwickelt worden, dass man sie als quasi Gastsprache in einem C-Programm verwendet und ja, da bietet sich das dann einfach an. Und was man auch noch machen kann, ist jetzt dadurch, dass die Sprache eben so eine traditionelle Skriptsprache ist, gibt es halt keinen irgendwie komplizierten Compile-Prozess, den man irgendwie manuell aufrufen muss, sondern das wird eben jedes Mal, wenn ich den Code auswechsel, also wenn ich die Node.lua jetzt editiere, und ich tippe und speichere, und dann kriegt eben Infobeamer sofort mit, die Datei hat sich geändert, lädt es neu ein und man sieht halt sofort das neue Ergebnis. Das heißt, man kann da auch sehr interaktiv dann entwickeln. Ja, und das macht halt Lua unter anderem möglich. So, jetzt kann Infobeamer aber nicht alles, das ist auch sehr bewusst so, weil ich wollte da jetzt nicht irgendwie die eierlegende Wollmilchsau programmieren, die irgendwie alles kann und nicht so richtig, sondern Infobeamer ist jetzt halt wirklich nur dafür da, Informationen auf dem Bildschirm darzustellen. Was Infobeamer nicht kann, ist eben zum Beispiel HTTP-Requests ausführen, das heißt, man kann erstmal keine APIs abfragen, man kann keine Logdateien schreiben, XML-Parsen geht auch nicht so richtig, könnte man wahrscheinlich irgendwie in Lua selber programmieren, aber macht wahrscheinlich auch keinen Spaß. So, klingt jetzt erstmal so ein bisschen blöd, weil kann ich keine APIs abfragen, wie mache ich das dann? Ja, stattdessen ist eben Infobeamer so ausgelegt, dass man sich sehr einfach mit anderen Tools integrieren kann. Also es ist auch eins meiner Designziele bei der Software gewesen. Und zwar kann ich eben von extern, also ich kann Infobeamer laufen lassen und kann dann ein zweites Programm nebenher laufen lassen, in einer Sprache, die mir vielleicht lieber ist als Lua, und kann dann da Daten in Infobeamer reinschicken, die ich dann innerhalb von Lua eben sofort weiterverwenden kann. Das heißt, man kann Daten über TCP reinschicken, das heißt, man stellt eine Verbindung her, schickt Daten und jedes Mal, wenn da eine komplette Zeile kommt, kriegt man eben in Lua einen Callback und kann darauf reagieren. Genauso kann man das auch über UDP machen, für vielleicht noch schnellere Daten, wo es nicht so wichtig ist, wenn was verloren geht. Und als letztes, auch sehr wichtigen Punkt, kann man eben auf Dateiänderungen reagieren. Das heißt, wenn ich ein Programm habe, dann kann ich eben sagen, ich will jetzt, also wenn man sich das Beispiel anguckt, ich will jetzt die twitterfeed.json überwachen, diese Datei, die liegt eben lokal neben der Node.lua. So, und jedes Mal, wenn sich diese Datei ändert, weil zum Beispiel ein externer Prozess Twitter abgefragt hat, neue JSON-Datei geschrieben hat, dann kriege ich eben sofort einen Callback, wo ich eben den neuen Inhalt der Datei übergeben bekomme. Das ist jetzt in dem Fall hier diese Content-Variable. Ja, und diese Content-Variable kann ich also dann sofort verwenden, kann sie dekodieren, wenn es JSON ist, und habe dann eben sofort die neuen Daten in einer Twitter-Feed-Variable und kann natürlich mit der dann meine Visualisierung bauen. Genau, also so funktioniert es dann. Infobeamer selber macht keine API-Abfragen,
Aber es ist eben extrem einfach, mit dem Tool der Wahl das Ganze nebenher zu bauen und dann mit InfoBeamer zu interagieren. Das ist so der Kernansatz von dem Ganzen. So. Ja, jetzt ist die Frage, wie man das am besten machen, weil das wäre natürlich jetzt für maximalen Effekt, wenn man das gleichzeitig sieht, wenn ich hier tippe und man sieht halt sofort, dass sich was ändert. Ich mache das jetzt vielleicht trotzdem mal ganz kurz, dass man einfach mal für das Beispiel, was ich jetzt gerade gezeigt habe, dieses Hallo Welt, das so machen, dass eben der Text Hallo Welt jetzt eben von einer Datei extern kommt. Und dann editiere ich einfach in der Datei, speichere das Ganze und dann sieht man eben sofort, dass sich die Ausgabe ändert. Das ist jetzt zumindest der Plan. So, das läuft hier noch. Genau. Genau, also wenn ich jetzt mal die... Das ist die Frage, wie ich das hier kurz stoppe im Moment. So, jetzt kann ich einfach mal ganz kurz die aktuelle Node.lua hier auf die Konsole ausgeben. Hat das funktioniert? Ja, nicht so wahnsinnig gut lesbar. Also das ist eben der Programmcode gewesen von gerade eben. Und wenn ich jetzt, ja, irgendwie funktioniert die Live-Demo nicht so richtig. Vielleicht überspringe ich den Teil einfach, vielleicht sieht man das einfach später nochmal. Ich würde das dann einfach jetzt auf meinem Laptop kurz programmieren, weil dann kommt später noch ein Teil, wo man das vielleicht ein bisschen einfacher zeigen kann. Genau, also fühlt euch informiert, wie man jetzt so in Live quasi Dateien ändert und InfoBeamer bekommt es sofort mit. Ich kann das nachher noch zeigen oder ich habe auch drüben eine Installation, da kann ich das dann auch noch Interessierten sofort zeigen. Dann hat es irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, jetzt ist das Ganze ja bisher so gewesen, also mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dass das Ganze eben ein Programm ist, was unter Raspbian läuft und dann hat man eben seinen Node.lua-Code, der jetzt für die Darstellung zuständig ist, vielleicht noch eine Schriftart, ein paar Bilder und sowas und ein Video. Jetzt legt man das alles in ein Verzeichnis auf seinem Raspbian-System und startet's und dann läuft's. So, und ja, jetzt ist es schön, wenn man nur einen Bildschirm hat und wenn man sich da permanent drum kümmern will. Was macht man jetzt, wenn man irgendwie 100 Bildschirme hat und man hat da vielleicht jetzt nicht Lust, von Pi zu Pi zu laufen oder sich das Ganze selber hin zu automatisieren? Man kann es natürlich mit Ansible oder sowas alles machen. Aber ich habe da einen anderen Ansatz noch gewählt. Und zwar aus dem Grund, den ich schon ein bisschen erwähnt habe, also Raspbian ist natürlich ganz cool, auf jeden Fall. Aber es ist halt per Default erstmal nicht stromausfallsicher. Das heißt, wenn irgendwo jemand im ungünstigen Moment, wenn gerade System-Update läuft oder so, einen Strom zieht, dann hat man halt danach einen Zustand, wo man nicht genau weiß, ob das System danach nochmal startet. Dann ist die Installation relativ komplex, also man muss irgendwo von Hand ein Image auf die SD-Karte schreiben, ist ja voll kompliziert. Und es gibt eben keine atomaren Updates. Das heißt, was ich gemeint habe, wenn man im ungünstigen Fall einen Strom zieht, hat man halt ein System, wo man nicht weiß, in welchem Zustand das jetzt ist. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn man ein System installiert hat vor 3 Jahren und man macht da immer wieder Updates, dann kann es halt sein, dass da noch irgendwelche Artefakte von früher rumliegen, weil die nicht weggeräumt wurden oder so. Das heißt, es ist einfach schwer, den exakten Zustand von so einem System rauszufinden. Und das macht es natürlich auch nicht einfach, wenn man das supporten will. Man muss erstmal rausfinden, was ist jetzt der Zustand beim Kunden. Dann ist es irgendwie einfacher, wenn man genau sagen kann, da läuft bitweise genau das exakt gleiche wie bei mir zu Hause. So, deswegen habe ich dann vor drei Jahren angefangen, InfoBeamer Hosted zu entwickeln. Das ist quasi so die große Lösung außenrum, um letztendlich nur ein Verzeichnis zu synchronisieren auf einem oder vielen Pis. Das besteht eben aus dem Webseitenteil, den ich gleich noch zeigen werde, und eben diesem eigenen Linux-Betriebssystem, was dann eben auf den einzelnen Pis läuft. Ja, fangen wir mit dem Betriebssystem an. Das Ganze ist also sehr minimal. Das ist gerade mal 32 Megabyte groß. Ist es jetzt wirklich nur optimiert, um InfoBeamer auszuführen? Also da hat es kein apt-get oder sowas. Da laufen keine komischen Daemons, die man nicht braucht. Sondern da ist halt wirklich nur genau das drauf, was notwendig ist, um eben das InfoBeamer-Programm laufen zu lassen und eben Inhalte auf den Bildschirm auszugeben. Dann ist das Betriebssystem selber ist komplett read-only. Das heißt, ja, es gibt irgendwie nichts, was da geschrieben werden kann.
Das heißt, das Betriebssystem selber geht auch nicht kaputt. Das Einzige, was beschreibbar ist, sind eben die Daten. Also wenn man natürlich ein Video anzeigen will auf dem Pi, dann muss natürlich das Video zum Pi, das muss man irgendwo hinschreiben. Aber das ist eben in einer getrennten Partition, das heißt, es ist komplett read-only. Das System selber, nur die Daten sind read-write. Dann ist es eben atomar updatebar, das heißt, es updatet sich immer so, dass es entweder einen vorigen Stand hat oder eben einen neuen Stand, nie einen Stand dazwischen. Und es ist eben relativ robust und selbstreparierend, das heißt, wenn man halt während ein Video runtergeladen wird, was dann angezeigt werden soll, wenn man da einen Strom zieht, dann erkennt das System selbstständig, das Video ist kaputt und lädt es eben neu runter und repariert sich selber. Ja, und die Installation ist auch noch ein bisschen einfacher als bei Raspbian. Nämlich läuft es einfach so, dass man eine ZIP-Datei runterlädt, auf eine normale SD-Karte entpackt und in einen Pi reinschiebt und fertig. Das ist alles. Genau, dann sieht das Ganze so aus und das kann ich jetzt vielleicht auch gleich mal dann in echt zeigen. Nämlich man wird, nachdem die Installation eben fertig ist und man hat das Ganze dann in den Pi reingesteckt und den Pi mit Strom versorgt, dann wird man mit so einem Willkommensbildschirm hier begrüßt, wo dann eben eine PIN draufsteht, die man auf der Webseite eingibt. Und sobald man das gemacht hat, kann man dann eben den Rest über die Webseite verwalten. Genau, die Webseite bietet dann eben Administrationsoberfläche, die bietet Einblick, was die Geräte machen und bietet selber nochmal eine API, über die man dann alles automatisieren kann. Das heißt, alles, was man auf der Webseite klicken kann, kann man eben auch automatisieren. So, genau, jetzt schalte ich nochmal ganz kurz um zum anderen Pi. Startet den auch nochmal ganz kurz neu. Genau, also so sieht es eben aus, wenn das System startet. Genau, jetzt hat er. Na. Jetzt hat man den schönen Effekt am Eingang verpasst. Genau, so wird es dann eben aussehen. Und da das jetzt Ganze neu aufgesetzt ist, kriege ich jetzt hier diese PIN angezeigt. Und jetzt kann ich eben auf die Infobeamer-Webseite gehen. Und jetzt würde ich gerade nochmal kurz zurückschalten, wo ich dann eben diese PIN eingeben kann. Und jetzt weiß ich sie nicht auswendig. Es hätte Vorteile gehabt, beide gleichzeitig zu sehen. Ah, okay, das ist gut. Das hat mich noch ein bisschen gewundert. So, gut, dann zweiter Versuch. So, genau, das hier. Nein, natürlich nicht. Das hier. Ah, okay, geht. So, genau, also das ist jetzt die Webseite dazu. Und hier hat man jetzt eben die Möglichkeit, dieses Gerät zu registrieren. Und da gebe ich jetzt einfach diese PIN ein. Und wenn ich das gemacht habe, wird es eben sofort grün. Das heißt, das Gerät ist jetzt tatsächlich online und erreichbar. Und jetzt kann ich eben zum Beispiel hier draufklicken und kann gucken, was das Gerät jetzt gerade macht. Und das sehe ich jetzt, ja, das zeigt jetzt eben gerade diesen Bildschirm an. Und ja, von da aus kann ich jetzt eben Inhalte auf ein oder eben viele Geräte relativ leicht schieben. Wie das Ganze dann konkret aussieht, mache ich jetzt vielleicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? Halbe Stunde, ja okay, dann ist ja noch ein bisschen mehr Zeit. Genau, ich würde jetzt aber mangels zwei Bildschirmen das einfach trotzdem so machen, dass ich einfach ein paar Demos anzeige, wie das aussieht. Und dann können wir einfach die Rest noch Fragen machen. Ich denke mal, da gibt es auch ein paar, weil das funktioniert eigentlich immer relativ gut. Wie das Ganze dann hier organisiert ist, man hat ja vorhin das Verzeichnis gehabt, wo eben diese areal.ttf drin lag und diese Datei node.lua. Und letztendlich ist das hier, die Webseite abstrahiert es so ein bisschen ähnlich. Das heißt, es gibt jetzt hier Packages. Und ein Package ist im Prinzip genau so ein Verzeichnis in Form von eine Einheit, die man eben über die Webseite verwalten kann. Das heißt, so ein Package besteht auch immer aus einer Node.lua, einem Package.json, wo noch ein bisschen Metadaten drinstehen, plus noch ein paar anderen Dateien. Aber letztendlich ist es halt genau die gleiche Struktur, die man auch standalone durch Infobeamer auf einem einzelnen Pi ausführen kann.
Und ich kann jetzt einfach mal eins von den Beispiel-Packages, die ich habe, also zum Beispiel kann ich jetzt einfach mal das hier, das ist schön einfach, importiere das mal in den Account. Und jetzt sieht man hier rechts die Dateien, die jetzt hier Teil dieses Packages sind. Da sieht man eben unter anderem diese Node.lua. Dann sieht man hier noch ein Package.png, das ist jetzt das Bild, was hier oben verwendet wird für die Darstellung. Dann sieht man Package.json, die wird auch verwendet, um hier so ein paar Informationen zu dem Package anzuzeigen. Und zusätzlich gibt es dann auch noch so eine Node.json. Die Datei ist eben dafür da, dass man da tatsächlich noch Konfigurationsoberflächen definieren kann. Das heißt, man will ja vielleicht so ein Package unterschiedlich konfigurieren. Auf dem einen Bildschirm soll der Hintergrund grün sein, auf dem anderen rot. Dann will man ja nicht zwei Packages haben für die beiden unterschiedlichen Konfigurationen, sondern man definiert sich eben eine Konfigurationsoberfläche. Und jetzt erstellt man aus dem Package ein Setup, zum Beispiel jetzt hier high-end-more-10. So, und jetzt hätte ich eben, wenn dieses Package eine Konfigurationsoberfläche hätte, könnte ich das jetzt hier einstellen. Und ich kann dann eben das gleiche Package auch mehrfach instanziieren, unterschiedliche Setups erzeugen, und das eine Setup benutzt dann eben die rote Einstellung, das andere die grüne. Und dann kann ich jetzt eben, wenn ich jetzt hier dieses Setup erzeugt habe, kann ich das jetzt hier auf dieses Gerät zuweisen. Das heißt, wenn ich jetzt hier klicke, Install, dann läuft eben im Hintergrund das sofort los. Und jetzt kann ich einfach nochmal ganz kurz zurückschalten, was jetzt der Pi macht. Und das sollte jetzt eigentlich schon direkt was sichtbar sein. Genau, also das sieht man jetzt nicht so viel, aber das ist so ein Hintergrundeffekt, der so ein bisschen, ich weiß nicht, wer auf dem 29C3 oder sowas war, der sollte das vielleicht auch kennen. Das ist halt so ein Shader-Effekt so ein bisschen. Also es ist wirklich so ein minimales Package, was jetzt einfach so mal was anzeigt. Jetzt kann ich mal noch ein paar andere Packages zeigen. Und zwar gibt es auch natürlich den klassischen Videospieler, Video-Image-Abspieler. Der sieht dann zum Beispiel so aus. Ich importiere den mal in meinen Account. Und der hat jetzt natürlich auch wieder hier diese Dateien, die man kennt, also die Node.json, Node.lua, wo eben der eigentliche Code drin ist. Plus eben auch wieder diese ganzen anderen Dateien, die er braucht, also irgendwie eine Textart und Screenshots und sowas. So, und jetzt kann ich da auch wieder ein Setup erzeugen. Video Player. So, und jetzt sieht man eben hier, da wurde jetzt eben in der Node.json wurde jetzt eine Konfigurationsoberfläche definiert, die jetzt hier durch die Webseite eben ja klickbar wird, einstellbar wird. Das heißt, das kann ich vielleicht dann auch gleich noch zeigen, wie das dann konkret aussieht, wie jetzt zum Beispiel diese Settings hier in der Node.json beschrieben sind. Aber jetzt diese Oberfläche ermöglicht mir jetzt eben diesen HD Image Video Player, dieses Package, zu konfigurieren, dass es halt zum Beispiel bestimmte Filme abspielt. Also ich kann jetzt einfach mal, ja, da gibt es jetzt leider nur den einen. So, wenn ich das jetzt speichere, dann habe ich das ja eben jetzt hier zugewiesen. Jetzt läuft halt dieser Film hier in Endlosschleife. Und wenn ich das jetzt hier wieder dem Gerät zuweise, dann dauert es eben auch einen kleinen Moment, bis der Pi das runtergeladen hat. Und dann sollte eben dieses Video jetzt in Endlosschleife hier laufen, genau. Und jetzt ist es eben auch so, dadurch, dass jedes Mal, wenn ich die Konfiguration auf der Webseite enter, wird halt auf den Pi eine neue config.json geschickt, wo dann eben diese Konfigurationen, die ich gemacht habe, drinstehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier in der Config-Oberfläche die Display-Rotation auf 180 Grad setze, dann dreht sich halt das Bild komplett rum. So, und jetzt klicke ich mal kurz hier auf Speichern. Dann sieht man auch, wie lange das dauert. Also ich klicke jetzt. Ja, also es ging wirklich ruckzuck. Was jetzt passiert ist, ist eben, dass der Pi jetzt sofort diese neue config.json bekommen hat. Und der Lua-Code, der jetzt läuft, hat er eben sofort reagiert. Ah, neue Config-Datei. Also lade ich die neu. Und da stand drin eben rotiertes Bild um 180 Grad. Also es ist im nächsten Frame schon gedreht. Also so kann man ja relativ einfach Setups bauen, die eben dann auf Config-Einstellungen reagieren. Ich kann mal noch ein Setup zeigen, ein Package zeigen, das jetzt draußen bei meiner Demo-Installation auch verwendet wird. Und zwar ist es so ein Video-Wall-Player, wo man also mehrere Screens, die man nebeneinander stellt, gleichzeitig ansteuern kann. Und das ist also auch super einfach einzurichten. Man importiert das Ganze in den Account und erzeugt wieder ein Setup draus, Video Wall.
So, und jetzt an der Stelle kann ich sagen, was will ich abspielen? Da gibt es jetzt auch wieder nur diesen einen Film. Und danach kann ich eben sagen, aus wie vielen Bildschirmen besteht das Ganze? Also, keine Ahnung, 2x2 Bildschirme in so einer Wandanordnung. Und dann würde ich sagen, hier das jetzt Gerät hinzufügen. Und zwar dieser einzelne Pi, den ich jetzt hier gerade habe, ist jetzt zum Beispiel die linke obere Ecke von dieser Videowand. So, und wenn ich das jetzt hier wieder auf Speichern gehe und das wiederum dem Pi zuordne, dann dauert es auch wieder kurz und jetzt sollte man eigentlich gleich nur noch ein Viertel von dem ganzen Video sehen. Genau, also das ist jetzt quasi der Pi, den ich habe, ist jetzt für die linke obere Ecke zuständig. Ich kann jetzt noch mal kurz zeigen, wie das jetzt in der Konfiguration aussieht. Das wäre nämlich dann genau das hier. Das heißt, ich habe hier auch diesmal eine andere Konfigurationsoberfläche, aber eben auch wieder eine, die Teil dieses Packages ist, wo eben drin steht, wie die Config-Optionen aussehen, die man machen kann. Und da habe ich jetzt eben konfiguriert, dass auch wieder dieser Film hier kommt, dass das Ganze 2x2 Bildschirme groß sein soll und dass bei Koordinate 1,1, also links oben, eben dieser eine Pi, den ich jetzt hier gerade in dem Account zugeordnet habe, dass eben der dafür verwendet wird. Also so eine Videowand ist dann halt auch innerhalb von ein paar Minuten letztendlich aufgesetzt, weil man da nicht irgendwie komplexe Abhängigkeiten machen muss, wie der eine Pi muss mit dem anderen reden können, sondern die laufen auch komplett autark. So. Genau, also den Rest, den ich jetzt hier hatte, den habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Also so ein Package ist im Prinzip genau dieses Infobeamer-Verzeichnis, das heißt die Node.lua plus irgend so ein paar Metadaten. Und dann kann das eben sofort durch meine Webseite importiert werden und eben benutzt werden. Genau, das hatte ich gerade auch schon. Ja, und das war es im Prinzip schon ganz grob. Also was wir jetzt noch machen könnten natürlich, wäre vielleicht tatsächlich mal dieses Hello World so mal eben hin zu konfigurieren, dass man es über meinen Service hier auf den Pi ausrollen kann und dass man eben auch per Web-Oberfläche dann das Ganze konfigurieren kann. Ich weiß nicht, sollen wir das noch kurz machen? Das dauert so 5 Minuten, schätze ich mal. Machen wir das einfach mal ganz kurz. Das sieht man? Okay. Genau, also wenn ich da jetzt rangehe, dann würde ich. Na, muss die Schriftart wahrscheinlich ein bisschen größer machen. Kann man das erkennen? Ist immer noch ein bisschen klein. So, jetzt ist doch erkennbar. So, genau. Also, ich habe da schon ganz leicht vorgegriffen, aber nicht so richtig. Und zwar, wenn man jetzt hier, machen wir das nochmal alles weg. Also ich lade wieder diese Schriftart und jetzt benutze ich die Schriftart, um bei Koordinate 100, 100 eben Hello World auszugeben in Schriftgröße 100. So, das ist jetzt der minimalste Code, das ist genau das, was wir im Prinzip vorhin hatten. Was ich jetzt hier nebendran noch brauche, ist eben genau diese Package.json und Node.json und da gucke ich jetzt einfach mal ganz kurz in beide rein. Die Package.json sieht eben so aus, da ist einfach die Beschreibung, wie heißt das Package, dann eine kurze, genaue Beschreibung, was macht das Ganze, vielleicht nicht so wahnsinnig sinnvoll, ja, und wer hat es programmiert. So, und in der Node.json, da lasse ich mal das hier kurz weg, weil das ist geschummelt, das einfach mal so. So. Jetzt, wie kriege ich jetzt dieses Verzeichnis, was ich jetzt hier habe, auf meinen Service? Das Ganze läuft so, dass ich hier ein Git-Repository draus mache und hier auf der Webseite klicke, leg mir ein neues Git-Repository an. Dann ist das jetzt quasi so ein leeres Package, wo noch keine Inhalte hochgeladen wurden. Und jetzt kriege ich hier ich weiß nicht, ob man das sieht, ich mache es ein bisschen größer, hier 2 Zeilen, die man nämlich dann benutzen kann, um eben zu meiner Webseite jetzt Inhalte zu pushen. Da kopiere ich jetzt einfach mal diese Zeile. Kopiere mal das. Und jetzt habe ich eben das Git Remote hier definiert. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Git push info beamer master und dann ist eben das, was ich jetzt hier als Code hatte, landet auf meiner Webseite und ich kann es dann infolgedessen eben auch weiterverwenden und auf die Pis pushen. So, wenn ich das noch mache, commit
erste Version. So, einmal committed und jetzt kann ich eben sagen InfoBeamer Master. So, und jetzt ist es auf meiner Seite angekommen und jetzt kann ich hier gucken, wenn ich jetzt hier einen Reload mache. Dann sehe ich jetzt eben hier, wie jetzt hier rechts diese Dateien sind, die ich jetzt gerade in dem Git-Repo hatte. Hier dieses Hello, hier mein Name und hier dieses Something irgendwo, was eben in der Package JSON drin stand. Und hier dieses Package.png-Bildchen, was ich hier noch verwendet habe. So, jetzt kann ich hier draußen Setup erzeugen, PAM-Demo. Jetzt gibt's erstmal keine Konfiguration, aber jetzt kann man eben das hier mal dem Pi zuweisen. So, und wenn ich das mache und hier wieder umstecke, dann dauert es kurz, bis das Signal findet. Genau, dann sieht man eben dieses Hello World. So, wenn man das Ganze jetzt konfigurierbar machen will, dann ist dazu eigentlich nicht so wahnsinnig viel notwendig. Ich stecke nochmal kurz zurück und gehe nochmal auf meinen Laptop. Und zwar muss man jetzt zwei Sachen machen. Zum einen muss man die Config-Oberfläche definieren. Dafür gehe ich mal in die Node.json rein, wo ich jetzt hier Optionen definieren kann. Das heißt, ich definiere mir jetzt eine Option, das ist vom Typ String, also ich will ja Hello Welt oder Hello World auswechseln können. Dann nenne ich es einfach mal Text. Dann, wie soll es in der Oberfläche heißen? Anzuzeigen der Text. Und am Schluss machen wir noch einen Default-Wert, nämlich Hallo Welt. So, das müsste, glaube ich, alles sein. Wenn ich das jetzt mal wieder committe und wieder pushe, dann lief das auch durch. Also wenn jetzt dann ein Syntaxfehler oder sowas drin gewesen wäre, hätte ich jetzt hier sofort die Meldung gekriegt, irgendwo hier fehlt ein Komma oder sowas. Haben wir jetzt aber nicht gehabt. Das heißt, das ist jetzt okay. Und jetzt müsste ich hier, wenn ich jetzt hier auf das Konfigurationstab hier gehe, sehe ich also hier sofort die Oberfläche dazu, wo jetzt halt auch der Default-Wert drin steht. So, wenn man jetzt mal kurz auf den Pi spiegelt, ich kann das mal ganz kurz machen, ich logge mich mal auf den Pi ein. So, das mal kurz so. Ne, Moment, welche IP-Adresse hat er? Sieht man zum Glück, wenn ich jetzt hier auf die Live-Oberfläche gehe, dann sehe ich auch hier, welche IP-Adresse der Pi hat, das heißt, ich weiß, wo er steht. So, genau, also jetzt bin ich auf dem Gerät eingeloggt und wenn ich jetzt hier in dieses Verzeichnis hier gehe, dann sind da jetzt eben auch genau diese Dateien, die jetzt Teil von diesem Package waren, plus eben die eine Datei config.json, die man jetzt hier noch sieht. Und wenn ich die mal anschaue, dann steht da aktuell eben genau das hier drin. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ist eine JSON-Datei, wo drin steht Text, hat den Wert Hallo Welt. Also Text ist eben genau das, was wir in der config.json vorhin, in der Node.json vorhin definiert hatten. Und Hello World oder Hallo Welt ist jetzt eben der Default-Wert. Und wenn ich jetzt nochmal zur Oberfläche zurückgehe und hier quasi den Wert austausche, Hallo Pam, und hier auf Speichern klicke, dann dauert es nur ein paar Sekunden und danach ist es eben sofort auf dem Gerät angekommen. Das heißt, hier sehe ich jetzt den neuen Wert. So, jetzt ist es eben aktuell so, dass mein Darstellungscode, also diese Node.lua-Datei, diese Datei hier noch überhaupt nicht verwendet. Das heißt, die weiß gar nichts davon, dass da eine Config-Datei liegt. Das heißt, das müssten wir jetzt auch noch kurz reinbauen. Und das Ganze sieht jetzt dann eben so aus. Jetzt bin ich wieder zurück auf meinem Entwicklungsrechner. Mache ich die Node.lua auf. Und jetzt müssen wir quasi auf die Datei config.json reagieren. Jedes Mal, wenn sich die Datei config.json ändert, muss man sie einlesen und dann eben den Inhalt dieser Textvariable benutzen, um das dann eben in der nächsten Schleife auszugeben. Ich mache das jetzt einfach mal. Das sieht dann nämlich so aus. Da gibt es eine Funktion, die nennt sich FileWatch. Ich gucke jetzt, was passiert mit der Datei config.json. So, und jedes Mal, wenn sich die Datei ändert, durch was auch immer, in dem Fall dadurch, dass eben ich auf der Webseite den Konfigurationswert geändert habe und auf Speichern geklickt habe, wird jetzt eben diese Callback-Funktion hier aufgerufen und bekommt eben den Dateiinhalt übergeben. Da jetzt dieser Dateiinhalt JSON ist, muss ich das jetzt dekodieren. Das heißt, ich sage jetzt config.json.decode content. Und jetzt habe ich eben die
Config-Datei im Prinzip als eine Datenstruktur hier vorlegen. Und ich muss noch eine Sache vorher machen, nämlich dass der JSON-Parser überhaupt verfügbar ist. So, und jetzt machen wir das so, dass man eben die Textvariable, also das, was ich unten ausgebe, mache ich jetzt mal hier hoch, Hello World, und tauschen hier unten das Ganze aus, damit es also jetzt dann tatsächlich aus der Variable kommt, dieser Wert, der ausgegeben wird. So, und jetzt alles, was man noch machen muss, ist jetzt eben hier zu sagen, Text ist gleich config.text, weil das ist eben der Textwert in der Config-Datei. Und das müsste eigentlich alles sein, was ich brauche, um das Ganze jetzt eben dynamisch über die Webseite konfigurierbar zu machen. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Mal wieder ein Commit und ein Push. Lief auch durch. Also syntaktisch ist es auf jeden Fall korrekt. Wir können ja mal ganz mutig sein und einfach mal spickeln, was das Gerät macht. Und das sollte jetzt eben das direkt sichtbar sein. Genau, sehr schön. So, das heißt, ich bin jetzt hier auf meinem Laptop in der Konfigurationsoberfläche und editiere jetzt wieder, dass jetzt hier wieder Hello World kommt. Ich gebe jetzt einfach in dem HTML-Formular hier Hello World ein, klicke auf Speichern und dann ist es eben sofort ausgetauscht. So, und auf die Art und Weise kann man jetzt natürlich nicht nur Textinhalte irgendwie zu einem Gerät schicken, sondern ich kann mir da auch Listen schicken lassen und zum Beispiel eine Liste aus Bildern oder so. Und dann kommt eben bei dem Gerät jetzt nicht ein Text an, sondern eben eine Liste von zum einen den Bildern selber und in der Config-Datei eben Referenzen auf diese Bilder, sodass ich eben diese Bilder dann zum Beispiel laden kann. Das heißt, man kann über die Konfigurationsoberfläche, die ich jetzt hier bereitstelle, kann man dann eben alle möglichen Sachen konfigurieren. Das hatten wir ja vorhin auch schon gesehen bei diesem Demo-Paket, wo ich den Videoabspieler hatte, da sieht es eben ähnlich aus. Da wird eben dann eine entsprechende Config-JSON erzeugt, plus eben das Video, was ich ausgewählt hatte, wird auf das Gerät gesynkt. Und dann funktioniert das Ganze im Prinzip vom Konzept her ziemlich gleich. Genau, das hat jetzt so etwa 5 Minuten gedauert. Also man sieht, es ist relativ einfach, das Ganze. Ist natürlich auch alles dokumentiert. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie alles, also ich kann es natürlich schon auswendig, aber wenn man es nicht alles auswendig kann, dann gibt es eben auch hier jede Menge Doku dazu. Also jetzt hier, was die Pakete angeht, kann man jetzt hier nachgucken, wie sieht die Config.json aus. Okay, muss so aussehen, da ist alles beschrieben. Und die String-Option, die wir jetzt verwendet haben, steht zum Beispiel jetzt hier, wie die aussieht. Und die hat jetzt eben noch so einen Default-Wert hier, den man einstellen kann. Also man kann hier sich durch jede Menge Doku wälzen und das ist hoffentlich alles erklärt. Wenn nicht, dann bin ich auch per E-Mail erreichbar. Genau, und jetzt alles, was man jetzt hier per Webseite klickt, also zum Beispiel dieses Setzen von dem String jetzt hier, könnte ich jetzt eben auch per Curl zum Beispiel automatisieren. Das heißt, man könnte eben auch einen Service haben, der irgendwo sonst wo läuft und dann mittels meiner Plattform hier ein oder mehrere Pies quasi automatisiert aktualisiert. Genau, das ist so das Minimum, glaube ich, was ich erzählen muss, damit man so ein bisschen den Eindruck hat, was das System alles kann. Es kann auch deutlich mehr. Aber ich denke, das ist ein ganz guter erster Eindruck, der hoffentlich nicht zu verwirrend war und ein bisschen zeigt, was man alles damit machen kann und ja, warum ich das alles gemacht habe und ja, wie es funktioniert. Genau, das war jetzt so der Vortrag und ja, jetzt können wir noch gerne Fragen machen, also gerne viele Fragen und wenn es zu viele sind, dann können wir auch, drüben habe ich ja die Installation, da hat es auch nochmal so Sachen wie so die Video-Wall, die ich jetzt gerade gezeigt habe, tatsächlich auf 2 Bildschirmen nebeneinander, damit man mal sieht, wie das dann in echt aussieht, plus noch so ein paar andere Sachen, also da kann ich dann gerne noch bis heute Abend alles Mögliche erklären. Ja, das war's. Danke. Ja, also wenn es Fragen gibt, dann gerne her damit. Ja. Nee, Pollen tut er nicht. Genau, die Frage war, wie funktioniert es, dass der Pi jetzt, also wie kommuniziert der Pi mit meiner Webseite? Das Ganze funktioniert so, dass die Pis versuchen, so eine WebSocket-Verbindung zu meinem Server herzustellen und die eben auch aufrechterhalten. Und über diese WebSocket-Verbindung kann ich ihr dann eben genauso Sachen machen, wie jetzt hier zu gucken, was macht der Pi gerade. Das heißt, sobald ich die Seite aufmache, ging ihr halt über den WebSocket her, gib mir mal einen Screenshot, kommt der Screenshot zurück. Und genauso funktioniert es jetzt eben auch, wenn ich auf Speichern klicke, bei so einem Setup. Da passiert tatsächlich noch so ein bisschen mehr im Hintergrund, weil
Das wird alles generiert und dann wird es auf S3 abgelegt und dann kriegt der Pi eine Meldung, da gibt's was Neues. Dann guckt der Pi auf S3, holt sich die Datei, guckt rein, guckt, sieht, die Config-JSON hat sich geändert, schreibt sie neu in das Verzeichnis und dann geht eben der Infobeamer-Prozess los und sieht, ah, es hat sich geändert und zeigt es eben neu an. Genau, aber es ist eine WebSocket-Verbindung. Wenn die aus irgendeinem Grund verloren geht, weil dauernd irgendwie Timeouts oder so, dann fängt er auch an zu pollen. So alle 3 Minuten oder sowas. Also es gibt dann auch noch den Fallback, wenn da irgendwie das Internet zu ranzig ist. Irgendwo gab es noch eine Frage? Ja, das war im Prinzip eine ähnliche Frage. Okay. Ich wollte einfach wissen, kannst du als Administrator irgendwo sehen, was auf diesem Bildschirm läuft? Und das überhaupt mal einen Blick haben, geht das eigentlich, was da drauf ist? Kannst du auch mal so dieses Ding? Ist die Frage, was dich dann genau interessiert? Also willst du Prozesslisten sehen oder? Ja, ich will einfach sehen, ob da noch irgendwie ein Bild kommt. Okay. Also ich arbeite hart dran, dass kein Schrott jemals kommt. Das ist natürlich so das Primärziel eigentlich. Bisher hat es, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Also man hat natürlich jetzt zum einen das hier, um eben zu gucken, was ist tatsächlich auf dem Bildschirm. Das ist jetzt auch nicht irgendwie der Snapshot, den man hier sieht, ist tatsächlich die Ausgabe von dem Frame, der gerade gezeigt wird. Also jetzt nicht nur die Ausgabe von Infobeamer, sondern wenn da jetzt irgendwie... Das ist wirklich ein grafisches Abbild. Das heißt, selbst wenn der Prozess crasht und hinten dran sind irgendwie Fehlermeldungen oder sowas, was nie passiert, dann wird man das hier trotzdem alles sehen. Genau. Also wie kann man das ganze System überwachen? Was für Möglichkeiten gibt es, wenn man sehen will, aus der Ferne, was macht das Ganze? Welche Möglichkeiten existieren da? Es gibt noch ein paar andere Sachen, und zwar dieses Minimal-Linux, was ich mir da zusammengebastelt habe. Das hat noch so ein paar andere Features. Und zwar überwacht es eben auch permanent die Tastatur, die Temperatur. Guckt dann eben auch, wird es dem Pi mal zwischendurch zu warm? Dann kriegt man hier in der Web-Oberfläche eine Warnung. Dann gibt es eine Meldung, wenn der Pi irgendwie 5-mal am Tag vom Strom gezogen wurde, einfach so. Oder weil er halt, keine Ahnung, zu schlechte Spannung hat oder so und dadurch irgendwie crasht. Da kriegt man irgendwie auch nach 5-mal dann eine Meldung, die man wegklicken muss. Dann gibt's noch eine Warnung, wenn irgendwie die SD-Karte anfängt rumzuspinnen, also wenn ich da irgendwie Lesefehler oder sowas feststelle. Plus es gibt noch eine Meldung, wenn, was waren das noch? Ja, also nochmal irgend so eine Fehlermeldung. Das heißt, ich versuche aktiv eben dafür zu sorgen, dass sich die Pis melden, wenn Dinge passieren, die dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie demnächst sterben wird. Also das ist so drin. Infobeamer selber, also das Programm, was jetzt hier die Darstellung macht auf den Geräten, ist dafür ausgelegt, dass es eben auch permanent durchlaufen kann. Also das hat keine Memory Leaks, keine Crashes, die mir bekannt sind. Das läuft einfach auch 100 Tage durch, wenn man es lässt. Das heißt, das ist halt jetzt inzwischen 3 Jahre lang so getestet und funktioniert und ist sehr zuverlässig. Also man muss da relativ wenig Gedanken haben, dass das Bildschirm, der Screen jetzt irgendwie wegcrasht. Und selbst wenn er crasht, der Prozess, der startet auch gleich wieder neu. Also vielleicht merke ich es auch die ganze Zeit nur nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es durchläuft, weil ich kann das auch alles nachgucken. Und es gibt dann auch noch so Sachen wie, dass mein Infobeamer-Programm eben auch so ein Watchdog, so ein Hardware-Watchdog permanent anstoßen muss. Das heißt, wenn der mal irgendwie stockt, weil die Firmware irgendwie Blödsinn macht und ich einfach bei der Ausgabe nicht mehr weiterkomme und keinen neuen Frame mehr rendern kann, weil irgendwas sich verhakt hat, dann startet das Gerät also auch neu, um das Ganze zu reparieren. Also es gibt halt diverse Mechanismen drin, die dafür sorgen, dass das Ganze durchläuft. Und ist bisher sehr zuverlässig. Genau. Ja. Ja, ich habe auch eine Frage, und zwar diese Video-Installation. Da müssen ja alle Bildschirme wirklich synchron sein. Wie schaffst du es, die Pis zu synchronisieren? Genau, die Frage ist, drüben gibt es so eine Video-Wall-Installation, wo jetzt eben auf 2 Bildschirmen gleichzeitig ein Video über beide Bildschirme verteilt läuft. Und das ist offenbar so perfekt synchronisiert, dass sich jetzt Leute fragen, wie das funktioniert. Und das Ganze funktioniert so, dass, wenn wir mal annehmen, dass da ein 60-Sekunden-Video läuft, dann kann man so ein bisschen schummeln beim Synchronisieren, sodass die Geräte gar nicht miteinander reden müssen, indem man die Videos einfach zur vollen Minute starten lässt. Das heißt, ich weiß, 60 Sekunden, dann ist es wieder rum. Und wenn ich das eben auf allen Pis gleichzeitig berechne und sage, ja, die fangen beide zur vollen Minute an und ich habe eine exakte Zeitquelle, dann muss ich da halt nicht dafür sorgen, dass die Pis miteinander reden müssen, sondern die können das einfach unabhängig voneinander machen.
Das erfordert natürlich eine halbwegs korrekte Zeit. Das heißt, wenn man irgendwie einen NTP-Server im lokalen Netz hat und optimal Ethernet verwendet, dann ist das eigentlich gut genug und funktioniert ziemlich gut. Genau, und das ist das, wie es drüben funktioniert. Lustigerweise, so wenn man da so ein bisschen mit rumspielt und mal verschiedene Bildschirme verwendet, dann sieht man teilweise die Bildschirmlatenz. Also manche Bildschirme haben irgendwie 16 Millisekunden Reaktionszeit, andere irgendwie 40 oder 50, so manche Fernseher. Und da merkt man dann so leichte Verschiebungen teilweise. Da habe ich schon überlegt, ob ich da noch eine Option in der einbaue, die man sagen kann, dieser Screen ist irgendwie lahm und soll bitte so 30 Millisekunden vorher schon anfangen. Aber habe ich bisher noch nicht gemacht. Genau, also da ist jetzt nicht so wirklich viel Magie drin, das ist einfach nur tatsächlich, die starten gleichzeitig und dann ist der Pi auch so zuverlässig, dass er dann Videos in der richtigen Geschwindigkeit abspielt. Genau. Ja, sonst noch Fragen? Ja, ansonsten, wie gesagt, drüben in der Kapelle habe ich eben auch die Installation, unter anderem eben diese Video-Wall. Plus noch was anderes, was da permanent im Kreis läuft. Wenn es da Fragen gibt, entweder zu den installierten Sachen oder irgendwie generell zu der Software, ich kann euch da alles erzählen, weil ich alles komplett kenne, das ganze System. Also insofern würde ich mich da auch freuen, wenn da noch einfach so ein paar Fragen kommen. Da gibt es garantiert jede Menge Dinge, die man noch erzählen kann. Unter anderem zum Beispiel, wie das Betriebssystem dafür sorgt, dass es atomar updatet und so. Also jede Menge Dinge, die ich jetzt hier, wo ich jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr habe. Genau, ja, danke, das war's. Viel Spaß noch.